Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Infection Free Zone. Was passiert hier? Wir sind gerade hier dabei, das Gebiet auszubauen. Building work done. Und von hier hinten kommt eine Neuner-Gruppe, die zu uns möchte, was natürlich mega geil ist. Wir warten natürlich jetzt noch auf den Vollmond und alles, damit die hier das auch weitermachen können. Search done. Das Ganze so. Let's do it. All squads, return to base. Ich glaube, der Hund steht wieder vor der Tür. Aber wir müssen jetzt schauen, dass wir langsam Stück für Stück das hier freikriegen. Wir haben jetzt 50 Leute mittlerweile bei uns im Team. Nach der einen, nennen wir es dummen Aktion, ist das jetzt relativ gut schon. Wir haben fast die Waffen-Pistolenforschung erforscht und können dann auf Sturmgewehre rein theoretisch schon weitergehen. Wir können natürlich auch da drauf mal gehen. Fortschrittliche Holzarbeiten schaltet die Anpassung von Gebäuden in Häusern frei. In Häuser frei. Die Lebensqualität der Bürger erheblich verbessert. Oh ne, eigentlich müssten wir das hier machen, also den Weg hier. Damit wir Häuser haben. Das wäre eigentlich richtig. Die suchen sich wahrscheinlich das nächste Gebäude jetzt. Oder sie laufen wie die Wahnsinnigen durch. Nee. Schauen wir mal. Jetzt wird spannend, weil jetzt haben wir ja hier schon rein theoretisch eine Holzecke. Und ich denke, morgen, also am nächsten Tag, sollten wir da mit den Mauerarbeiten durch werden. Und können uns relativ wohl fühlen. Dann die ersten nächsten Gebäude abzureißen. Da haben wir relativ viel. Jetzt ist schon wieder Zeit. Next day is beginning. Operator. In den Hatchback bitte. Nimmt den großen. Let's do it. Ihr sollt das Fahrzeug nehmen. Roger. We're on the move. No time to wait. So, schau mal an. Ihr fahrt mir jetzt hier mal. On my way. Das ist noch eine Gruppe. Ready for action. Roger. Und ihr fahrt mir das Gebiet ab. We're on the move. Building work done. Direkt wieder einladen. This is an infection-free zone. We provide food and shelter, safety and security. Join us. There's nothing left. Da kommt heute keine Antwort. Ich könnte mir vorstellen, dass die Freunde hier vielleicht sogar bald hinzukommen wollen. Das ist die Gruppe, die, auf die wir warten. Na, ich habe die kommen jetzt in die Richtung. Bedeutet hoffentlich. Gehen die langsam in unserem Gebiet und sagen, hey, ja, wir machen mit. Dass sie mitmachen wollen. Operator, we found another lair. There were a lot of empty cans and other food containers, which looked like they had been smashed open with stones. Mhm. Can the infected actually get such ideas? The bastards getting smarter day by day. Search this place. Boss, the infected, seem to be stacking food. We found a hidden stash of unopened cans in their lair. Mm-hmm. Can you believe that? They're literally hiding stuff. We are out of resources. They're not as mindless as we thought. Take them. We can always use some food. Ich hoffe, ich mache damit jetzt nicht den Fehler, dass ich sozusagen uns jetzt infiziere. Done. Haben wir noch Holz? Schaut irgendwie schlecht aus. Construction ready.
Sammel Holz. Aus unserem Innenbereich bitte. Dann wird das eine sehr lustige Aktion, wenn wir kein Holz mehr haben. Ja, wir haben halt keine Unterkünfte. Also wenn wir hoffentlich die Targets dann ändern können. Munition und Nahrung wieder, das ist natürlich eine geile Sache. Die haben auch schon Nahrung und Werkzeuge gefunden, das finde ich natürlich auch sehr schön. Kommen die jetzt zu uns? Sagen sie, wollen mit dazugehören? Survivors, this is an infection-free zone. We provide food and shelter, safety and security. Join us. Building clear. Ich weiß nicht, was mit denen ist. Aber irgendwas müssen die auch machen, oder? Also die Ecke ist jetzt schon komplett finito. Kann ich dann ein paar mehr hinzufügen irgendwie? Also wie es schon ausschaut, rein theoretisch haben wir relativ viel Sachen. Oh, ne, der fängt anders hin. Du bist voll. Das ist natürlich geil. Und auch unser Lager ist jetzt relativ leer wieder, weil wir viel Holz verbraucht haben. Aber schau dir mal, wie viel Nahrung. Und das bedeutet, dass wir rein theoretisch ein bisschen umbauen können auf Holz, damit wir hier das Holz vorankriegen. Dann gehen wir auf Werkzeugfabrik bitte. 16 Stunden, das sollten wir hinkriegen. Wie schaut es jetzt aus? Oh, schau dir an, wie voll der ist. There's nothing left. No more to find. Schau dir an, wie viel das ist. Also ich mag nichts sagen, aber das ist ja mal der Hammer. Building clear. We're on the move. On my way. Okay, Let's do it. Aufzug des Squads, bitte. Wenn wir dann schauen, jetzt kannst du dann auch ein Haus später bauen. Hier, das da. Der alten Welthaus, das eine Heimat bezeichnet werden kann. Dann sind nicht nur Schutzräume, wo halt hier auch einige Leute reinpassen teilweise. Hier passen einige rein zum Beispiel. Das ist natürlich auch ein prädestiniertes Gebäude dafür. Vielleicht können wir dann hier auch ein bisschen mehr draus machen. Ich weiß, wenn die so eine... Chief, did you hear that? There must be hundreds of them. I have a bad feeling about this. Okay, get ready to defend the zone. Die Mauerecke ist natürlich auch noch relativ frei. Das war gleich letztes Mal, wo ich überrannt wurde dann. The door won't hold much longer. Die Mauer ist das Problem, Madel. Schauen wir, was passiert. Die Nacht der Toten. Erfahrt ist ja, wir haben hier rein theoretisch dicht gemacht. Wir sehen zwar nicht nach hinten, aber hier ist eine Mauer. The infected are pillaging a building. Was? We're trying to get inside. Sir, we've encountered a group of people willing to join us. Ach lol. Akzeptieren. Send them in.
Oh, sie sind da doch. Operator, on my way. Das könnte interessant werden. Also wir halten gut durch. Alter, hört es jemals auf? What the fuck? Holy shit. Da sind Zombies. Da ist eine feindliche Gruppe, wie es ausschaut. Die es nicht geschafft hat. We are out of resources. Enough sleep, people. We've got work to do. Das ist natürlich jetzt ungut. Boss, it's been a rough night. Oh ja. Something must have made the infected extremely bloodthirsty. If more and more come, our chances of survival will be really low. Then we'll take down as many as we can before we fall. Ziehen wir ein paar von hier mal raus. Die Normalholz sammeln und setzen hier auf Max. Oh Gott, diese Nacht war ja übel. Problem ist, wir brauchen jetzt sehr viel zum Reparieren, weil wir sonst nichts haben. Let's do it. Vorteil ist, wir haben ja relativ viel gefunden. Das macht das Ganze natürlich relativ angenehm jetzt. Was natürlich trotzdem nicht cool, dass das jetzt, nennen wir es, so extrem ausgegangen ist. Wir reißen jetzt mal die Gebäude einfach in der Nähe ab. Hoffen, dass wir so auch ein bisschen Holz noch rankriegen und alles. Problem ist, du siehst doch nicht. Das war nicht das Ziel. Mensch. Let's do it. Gut, danke schön. Gleich wieder diese lecken, ansonsten geht es wieder schief. Aber jetzt bringen die Ressourcen ran. Mit denen können wir zum Beispiel auch dieses Mauerstück hier reparieren. Oder wo sie noch angegriffen haben. Jetzt mal gucken, wo das war. Hier zum Beispiel haben wir eine Stelle, die Holz braucht. Das ist jetzt leider halt die Suche nach den kaputten Stücken. Hier unten haben sie angegriffen. Die sind auch Reparaturen vonnöten. Könnt ihr euch zum Beispiel hier drum kümmern? Die Mauern sind nicht unbedingt so wichtig wie die Hauptmauern von uns. Die, wenn es blöd läuft, über Nacht hier einbrechen. Und das wäre absolute Katastrophe für uns. There's nothing left. Also ne, die suchen noch. Okay, alles gut. Das Gebäude wurde schon gut gepillaged, aber noch nicht gut genug. Oder ist es, wie viel noch übrig ist? There's nothing left. Construction ready. Building complete. Was wir auch sagen können, ist, dass wir nochmal eine Einladung senden. This is an infection-free zone. We provide food and shelter, safety and security. Join us. Building work done. Mal schauen. Wie viele? How many of you are there? Oh, geil, 11. How have you managed to survive so far?
Einladen, da kommt. Es sind dann 78 Leute mittlerweile. Where are you? Da unten. Zu uns kommt bitte. You have to come on your own and be careful. Die müssen zwar wahrscheinlich durch das gefährlichste Gebiet durch, aber wenn sie von uns was wollen, dann sollen sie herkommen, weil wir sind ja hier oben. Also sie haben jetzt gleich eine der längsten Reisen vor sich. Aber wenn sie hier in dieses Projekt Wohnen mit rein wollen, müssen sie sich das in dem Fall auch verdienen. Das ist jetzt halt ein Riesenprojekt. Schau mal, wie viel Metall wir haben. Rohmetall. Construction complete. 4 Waffen, 2 Maschinengewehre. Oh, geil. Wir müssen das komplette Gebiet eigentlich auch mitschützen jetzt, damit das alles funktioniert. Und das wird eine schwere Aufgabe. Wir haben zwar jetzt massiv Leute. Operator. Ihr seid fertig und sagt mir nichts. Let's do it. Ihr verdammt. Direkt noch einem. Wichtig ist ja auf jeden Fall, dass wir mal das Gebiet haben. Operator. Ja, ihr müsst auch bitte nach Hause. Wir gehen aktuell. Die haben eine Waffe gefunden. Das ist schick. Morgen wird die eine Truppe aber auf jeden Fall das sind die, die sie gestern eingerissen haben. Hoppala. Schauen wir mal, was heute Nacht passiert. Ah ne, warte mal. Hier steht. Vollmond, klarer Himmel, Infizierte in der Nacht drin. Das ist natürlich geil. Wir schicken die eine Truppe mit dem Pickup los. Und lassen sie die Polizeistation plündern. Also erstmal das hier noch. Dann die beiden Stationen. Sonst liegt auf dem Weg eigentlich nichts anderes Spannendes. Aber die sollen das machen und ihr fahrt mit dem Auto. Bitte, 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 fahrt ihr nach. Das heißt, ihr macht mal eine spannende Ausflug. Ihr fahrt nach da, bitte. Dann schaut euch die Gebäude an. Mittlerweile auch alles Profis schon. Da ist eine feindliche Gruppe unterwegs, okay. Sogar eine relativ große. Holy shit, ist das ungut. Ihr lauft. Operator, we found the Raiders hideout. They haven't spotted us yet, and it looks like a perfect opportunity to attack. Should we engage? Ready for action. Greift an. Let's show them. Roger that, sir. Hä? Noch ne. Was zur Hölle haben denn das? Bin ich gespannt, was wir hier finden. Was auch immer hier drin ist, könnte für uns für großen Vorteil sein. Töte die Plünderer. Also in der Nacht passiert jetzt hier nichts. Ja, na ihr nicht. Ready for action. Habt ihr schon was? Nope. Reporting. Ihr habt die Schrotflinte. Das ist schon mal gut. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen da beim nächsten Mal weiter. Jetzt kommt die große Elfergruppe daher. Unsere Freunde sind hier unten beim Raiders Hideout. Da müssten wir eigentlich mit Maschinengewehren einmarschieren. Und Schrotflinten, damit wir hier relativen Vorteil haben.
Aber vielleicht finden wir hier noch etwas, was uns das hilft. Oh, sie, die hat schon eine Plattenrüstung. Das macht natürlich viel aus. Und wird uns in Zukunft gleich auch noch einiges helfen. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.